Konzept des Märtyrertods und Rang der Stufe der Märtyrer. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner würdigen Schrift sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig, aber ihr nehmt es nicht wahr. Ich bezeuge, dass es keinen Wunder außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbeten, Diener und Gesandter ist. Nun zum Thema. Das Gesetz Allahs des Majestäten erfordert, dass Allah von seinen Anbeten Dienender diejenigen auserwählt, die er will, indem er ihre Rangstufen erhöht, ihnen gegenüber großzügig ist und ihnen von seinen Barmherzigkeiten und Gaben verleiht. Zweifelsohne ist der Märtyrertod die höchste Rangstufe der Auserwählung, die Allah der Erhabene einen Anbeten Dienender verleiht. Der Gepriesene sagt, wer Allah und dem Gesandten gehorcht, die werden mit denjenigen von dem Propheten, den Wahrheitsliebenden, den Märtyrern und den Rechtschaffenen zusammen sein, denen Allah Gunst erwiesen hat, welche gute Gefährten jene sind. Er sagt weiter, damit Allah diejenigen, die glauben, kennt und damit er sich von euch Blutzeugen nimmt. Allah der Erhabene zeichnet dem Märtyrer zahlreiche Vorzüge aus, wie etwa die Ehre ihres Ranges, beziehungsweise ihrer Stufe und ihrer großartigen Belohnung. Der Erhabene sagt, und die Zeugen von ihrem Herrn, sie erhalten ihren Lohn und ihr Licht. So wie großartig ist diese Ehre und wie groß ist dieser Lohn und wie ihnen das Licht vorauseilt. Masruk, Allah erbarmen sich seiner, sagte, diese Rangstufe ist nur für die Märtyrer. Was auch die Großartigkeit dieser Ehre und Rangstufe beweist, dass der Prophet Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen nach dem Märtyrertod auf Allahs Weg strebte, um sich diese höhere Rangstufe zu erfreuen. Der Erhabene sagt, und sagt nicht von denen, die auf Allahs Weg getötet werden, sie seien tot, nein, vielmehr sind sie lebendig, aber er nimmt es nicht wahr. Jabir ibn Abdullah, möge Allah auf ihnen beiden Wohlgefallen finden, sagte, der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, ging bei mir vorbei und sagte mir, O Jabir, warum siehst du so niedergeschlagen aus? Ich sagte, O Allahs Gesandter, mein Vater ist als Märtyrer getötet und hat hinter ihm Kinder und Schuld hinterlassen. Der Prophet Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, würde ich dir eine frohe Botschaft über den Ausgang deines Vaters mitteilen? Ich sagte, ja, O Allahs Gesandter. Er sagte, Allah spricht zu keinem menschlichen Wesen zu, es sei denn, hinter einem Vorhang. Allah machte deinen Vater aber wieder lebendig und sprach zu ihm direkt, das heißt, ohne Vermittler oder Vorhang, indem er sagte, O mein Anbetendienender, wünsch dir einen Wunsch und ich lasse es verwirklicht werden. Da sagt dein Vater, O mein Herr, mach mich wieder lebendig, auf dass ich auf deinen Weg nochmal getötet werde. Der Majestät sagte, ich habe es so vorbestimmt, dass sie ins Diesseits zurückkehren. Dann wurde dieser Koranvers geoffenbart. Und meine ja nicht, diejenigen, die auf Allahs Weg getötet werden, seien wirklich tot. Nein, vielmehr sind sie lebendig bei ihrem Herrn und werden versorgt. Zu dem Verzögern gehört auch, was der Prophet Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen von den großartigen Gaben Allahs des Majestäten für die Märtyrer kündigte, indem der Prophet Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen sagte, der Märtyrer erhält von Allah 6 Vorzüge, nämlich er wird bei seinem ersten Blutschwall vorgegeben, er sieht seinen Platz im Paradies, er wird von der Grabenwahl gerettet, er wird vor dem größten Schrecken geschützt, er zieht sich den Glauben an, er verheiratet sich mit Huris, mit großen schönen Augen und er hat Fürsprache für 70 Personen seiner Verwandten. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihm, schenke ihm Wohlergehen, sagt auch, bei dem, in dessen Hand meine Seele liegt, kommt jeder, der auf Allahs Weg getötet wird und Allah weiß es am besten, wer auf seinen Weg getötet wird, am Tag der Auferstehung, während seine Farbe wie das Blut und sein Geruch wie der Moschus ist.
Wir betonen hier also, dass diese großartige Rangstufe, die Allah der Majestät für die Märtyrer bereitstellte, nur der wahre Märtyrer erhält, denn es gibt einen wahren Märtyrer, es gibt aber auch also Tote des Unwahren. Der wahre Märtyrer ist derjenige, der seine Heimat gegen jeden Überfallenden verteidigt und seine Seele dafür ausgibt, um auf Allahs Weg das Land zu schützen und die Bürger zu hüten. Denn die Heimat und die Menschenwürde sind derselbe Rangstufe der Seele, der Religion und des Vermögens. Sie gehören also zu den allgemeinen Hauptzielen der Scharia, auf deren Bewahren unsere Religion betont. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer während Verteidigung seines Vermögens getötet, ist Märtyrer. Und wer während Verteidigung seiner Familie, seines Bluts oder seiner Religion getötet, ist Märtyrer. Ein Mann kam zum Gesandten Allah, Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, und sagte: O Allahs Gesandter, wie verhalte ich mich, wenn ein Mann zu mir kommt und sich mein Vermögen aneignen möchte? Er erwiderte: Gib ihm dein Vermögen nicht. Da sagt der Mann: Wie wäre es denn, wenn er mich bekämpft? Der Prophet erwiderte: Bekämpfe ihn. Da fragte der Mann: Wie würde es denn sein, wenn er mich tötet? Da beantwortete der Prophet: In diesem Fall bist du Märtyrer. Dann fragte der Mann weiter: Wie wäre es denn, wenn ich ihn töte? Da sagte der Prophet: Er geht dann ins Höllenfeuer. Was aber den Toten des Unwahren betrifft, der das Blut unschuldiger Menschen vergießt, die Bürger des Heimatlands erschreckt, deren Sicherheit bedroht, Korruption und Chaos im Land zu verbreiten verursacht und die sicheren Menschen durch Selbstmordaktionen und terroristischen Bombenantaten terrorisiert, die weder von der Religion anerkannt noch von einem Geist angenommen werden, wird nicht als Märtyrer angesehen. Und was das betrifft, dass man ihn als Märtyrer bezeichnet, ist falsche Behauptung und Verzerrung des Wortes über seine Position. Der Gepriesene sagt: Und tötet euch nicht selbst gegenseitig. Unser Prophet Allah segne ihn, schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer sich selbst mit einem Eisenstück tötet, der geht ins Höllenfeuer, während das Eisenstück in seinem Bauch liegt, und bleibt im Höllenfeuer ewig. Imam an-Nawawi gliedert für diesen Hadith ein Kapitel in seiner Erklärung für Sahih Muslim mit dem Titel Das schwere Verbot des Selbstmords, sowie Wer sich selbst mit etwas tötet, der wird damit im Höllenfeuer gequält. Solch Menschen betrifft das Wort des Erhabenen. Soll denn derjenige, dem sein böses Tun ausgeschmuckt wird und der es dann für schön befindet? Die Verwendung von Mitteln zum Bomben, zur Zerstörung, zum Vandalismus, zum Mord und Selbstmord ist von der Scharia her verboten. Und es besteht darin keine Meinungsverschiedenheit, da dies alles gegen die Bestimmungen der Scharia verstößt. Um die großen Ziele zu erreichen und die großen Zwecke in diesem Leben zu erhalten, sind Opfer erforderlich, die den Zielen der Ehre und dem Adel der Ziele angemessen sind. Und auf der Spitze der Opfer kommt selbst bzw. Geist auf Opferung auf dem Wege Allahs zur Verteidigung des Heimatlandes, dessen Ehre und Würde. Wenn wir an den Tag des Märtyrers erinnern, erinnern wir uns auch an diejenigen, deren Geister zu Allah aufgestiegen sind und sein Wohlgefallen gewonnen haben, nämlich die Helden der Streitkräfte und Polizei, aber auch die anderen ehrenhaften Patrioten, die sich mit den Kräften gegen den Terrorismus und das Übel kämpften. Diese Märtyrer sind die wahren Märtyrer, und es gibt gewaltigen Unterschied zwischen der Wahrheit und der Behauptung. Denn diese Helden sind diejenigen, die den Geist der Würde, Ritterlichkeit, des Stolz und der Anständigkeit wiederbelebt und bewahrt haben. Die Beschützer des Heimatlands machen sich immer noch dem brutalen schwarzen Terrorismus und den geehrten und irrenden Takfir-Gruppen gegenüber.
Und wir sind sicher und zuversichtlich, dass Allah der Erhabene ihnen den Sieg verleiht. Wir wünschen uns den Märtyrertod auf dem Wege Allahs und der Heimat. Warum nicht? Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte: Wer Allah wahrhaftig um den Märtyrertod bittet, den lässt Allah die Rangstufe der Märtyrer erfreuen, selbst wenn er in seinem Bett stirbt. Ihr Leben, ihr Blut und ihr Eigentum zur Verteidigung und zum Schutz ihres Landes ist der Schild. Demnach ist die Verteidigung des Heimatlands eine schariatische Pflicht und ein religiöses Recht. O Allah, verleihe uns die Ehre des Märtyrertuds auf deinem Weg und lass uns zu deinen aufrichtigen Anbetendienenden gehören und schütze unsere Länder vor jedem Übel und Tyrannei. Und Allah weiß es am besten.